Mal New England Journal für diese Woche, Clinical Journal Club, Übertragung läuft, heißt es, und als Aufzeichnung auch. Und das Bild im New England Journal ist dieses. Es geht um eine 51-jährige Frau, die kriegt chronische Bauchschmerzen und wird untersucht und hat eine Lebervergrößerung hier. Ist dann Bildgebung gemacht worden, dies ist ein MRT, aber dies ist eine Computerdarstellung von dem Bild. Es ist nicht ein gewöhnliches MRT-Bild. Aber wenn wir dieses Ding angucken, sieht aus wie lauter Zysten und hier können wir einen Ureter erkennen, so muss dies autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung sein. Manche dieser Zysten liegen bestimmt außerhalb der Niere, können auch vielleicht im Pankreas liegen oder anderswo, aber das ist ja bei diesem Krankheitsbild bekannt. So, das ist autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung. Und diese anderen Sachen, vielleicht mit Amöben könnten wir vielleicht ein paar Nierenzysten erwarten, aber das ist eigentlich eine Lebererkrankung. Tuberose Sklerose kann Nierenzysten hervorrufen, aber macht eigentlich ganz andere Probleme wie Angiomyolipome und ähnliches. Und diese Hamatome im Gesicht und ähnliches, was ein Teil von diesem Krankheitsbild ist. Hier geht es um Mutationen in dem Gen im Tuberose-Sklerose-Komplex, TSC1 und 2. Und das TSC2-Gen ist mit den schwereren Fällen assoziiert und liegt ne neben diesem Gen, das für polyzystische Nierenerkrankung verantwortlich ist. Das dazu. Jetzt das erste Thema im New England Journal geht es um Schlaganfall. Und bei Schlaganfall wissen wir, dass Hirngewebe sterben kann, aber im Rahmen des Schlaganfalls ist dann auch eine Areale, die noch etwas Perfusion erhalten kann von Kollateralgefäße etc. Und das nennen wir eine Areale, das sich im Halbschatten befindet oder Penumbra. Und das kann man mit Bildgebung feststellen. Hier ist ein Patient mit einem Schlaganfall. Dieses in Rot hier ist mausetot. Aber dieses grüne Material könnten wir vielleicht wiederbeleben, wenn wir die Perfusion wiederherstellen könnten, weil es in der Penumbra oder im Halbschatten liegt. Jetzt bei der Schlaganfallbehandlung ist jetzt die Limitierung ungefähr 4,5 Stunden, wo man nicht mehr den Mut hat, eine Thrombolyse einzuführen, weil die Studien Patienten nur eingeschlossen haben, die einen Schlaganfall hatte, der weniger alt war als 4,5 Stunden. Aber es könnte ja sein, dass auch Leute, die mit Schlaganfall aufwachen, wo man nicht weiß, wann der Schlaganfall wirklich stattgefunden hat, oder Leute mit Schlaganfall, Schlaganfälle, die älter sind als 4,5 Stunden, noch Gewebe enthalten, das sich in der Penumbra oder im Halbschatten befindet. Diese Patienten könnten vielleicht von einer Lysetherapie weiter profitieren. So sind in dieser Studie Patienten mit Schlaganfälle eingeschlossen worden, die älter waren als 4,5 Stunden oder Leute, die mit Schlaganfall aufgewacht sind, hier mit eingeschlossen. Und die meisten oder viele davon hatten Vorhofflimmern, was wahrscheinlich für die Schlaganfälle hier verantwortlich war. Und es geht hier überwiegend Großgefäßokklusionen. Und hier sind die Patienten und die Einschluss- und Ausschlusskriterien. Also diese Patienten mussten alle einer Bildgebung unterzogen worden, wo man wenigstens die Hoffnung bestand, dass sie Gewebe hatten, das sich im Halbschatten befand, das vielleicht von einer Lysetherapie noch profilieren würde. Und das Endergebnis hier ist diese Rankin-Skala. Und was wir uns erhoffen, ist, dass die mehr Patienten in Kategorie 0 oder 1 hineingeschoben werden. Diese Patienten können dann unabhängig, ohne Hilfe weiterleben und haben überhaupt kein oder nur ein minimales Residuum. Und was wir hier sehen, ist in der Tat, die alte Blasegruppe, die die Lyse gekriegt hat, enthält mehr Patienten in Gruppe 0 bis zur Gruppe 1 im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Und dieses war signifikant genug, sodass dieses Überwachungsgremium bei dieser Studie die Studie gestoppt hat, bevor man eigentlich die Zahl an Patienten eingeschlossen hatte, die vorausgesehen war.
Und wenn wir uns das angucken, sieht das alles schon ganz gut aus, was das primäre oder sekundäre Ergebnis war. Aber wenn wir kritisch das angucken, dieses symptomatische Hirnblutung, und hier haben wir 7 Patienten in der Alteplase-Gruppe und nur ein Patient in der Placebo-Gruppe. Das ist zwar nicht statistisch signifikant, aber es legt die Idee nahe, dass diese Therapie auch nicht unbedingt ohne Probleme behaftet sein kann. Aber letztendlich ist es so, dass wir vielleicht Patienten, die einen Schlaganfall gehabt haben, die sonst für eine Lyse nicht in Frage kommen würden, jetzt, wenn sie entsprechende Bildgebung gemacht wird, und das ist auch eine Voraussetzung, können sie vielleicht von einer Alteplase-Therapie profitieren. Das nächste Thema in New England Journal ist das Nipah-Virus. Ich hatte auch noch nie im Leben von dem Nipah-Virus gehört, aber jetzt bin ich sehr damit vertraut. Das Nipah-Virus ist ein einzelsträngiges RNA-Virus, das im indischen Subkontinent überwiegend vorkommt und Reservoir soll sein, Schweinezucht mag sein. Und man weiß nicht genau, wie häufig dieses Nipah-Virus ist und wie häufig es und wie es übertragen wird. Das hat man in Bangladesch untersucht, wo ich vermuten würde, keine Schweine sich befinden. Wenigstens nicht die mit 4 Beinen. Und man hat in Bangladesch, das 1,7 Millionen Einwohner hat, tatsächlich 248 Patienten mit Nipah-Virus gefunden und 90 Patienten haben sich vermutlich von diesen 248 Patienten irgendwie angesteckt. Und wenn wir uns die Symptomatik hier angucken, es geht hier überwiegend um Pneumonie und Husten und Auswurf und Ähnliches. Und wenn wir uns das angucken, die Kontakte, die infiziert worden waren, waren wenigstens den Patienten ausgesetzt für mindestens 1 bis 6 Stunden. Und die hatten irgendwie Kontakt mit Körperflüssigkeiten dieser Patienten. Und das behandelte medizinische Personal ist nicht angesteckt worden, wahrscheinlich weil die Handschuhe getragen haben und Mundschutz angewendet haben. Und wenn wir uns diese Kontakte und die Patienten uns angucken, sehen wir, dass wenn die Patienten Husten mit Auswurf hatten, war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ansteckungsgefahr zustande kommen würde, größer. Und jedes von diesen kleinen Bäumchen hier sind Transmissionsbäumchen zu Kontakten, die mutmaßlich dann vielleicht ein Risiko hatten, um Nipah-Virus zu entwickeln. Und ältere Leute sind mehr gefährdet als junge Leute. Und wenn Husten vorhanden ist, war dieses Risiko größer und das konnte man auch nach mathematischen Formeln hier voraussagen, was der Wahrheit dann auch tatsächlich ziemlich entsprach. Und wenn wir uns das angucken, Stunden von Aussetzung der Gefahr war mit einem größeren Risiko behaftet und Körperflüssigkeiten bei Patienten mit Nipah-Virus sollte man vermeiden, wenn möglich. Das war's für Nipah-Virus. Jetzt das nächste Thema ist, sind Progesteronspiegel in der Schwangerschaft und die steigen an im ersten Trimenon und dann bei der Entbindung fallen die wieder ab, ähnlich wie Östrogenspiegel und später in der Schwangerschaft wird das Progesteron überwiegend von der Plazenta produziert. Und wir wissen, dass wenn die Progesteronproduktion mangelhaft ist, dass die Chancen, dass eine Fehlgeburt stattfinden könnte, erhöht ist und das ist auch in tierexperimentellen Untersuchungen, das ist alles schon 60 Jahre bekannt. Und die Strategie, hier Progesteron diesen Frauen zu geben, die ein Risiko haben von einer Fehlgeburt oder die Blutung haben in dem ersten Trimenon, wird eigentlich so gemacht, seitdem ich Medizinstudent war und das war vor über 50 Jahren. Aber diese Arbeit in New England Journal in 2015, hier hat man Frauen mit einer Vorgeschichte von multiplen Aborten oder Fehlgeburten
Die hat man dann randomisiert zu einer Progesteronbehandlung. Das war ein intravaginales Zäpfchen, das hier angewendet worden ist, um Progesteron zu liefern, oder Placebo-Zäpfchen. Hat man bei Frauen schon mal ausprobiert und das Ergebnis war negativ. Und es war kein Hinweis, dass man Fehlgeburten vermeiden könnte mit der Anwendung von Progesteron. Jetzt in dieser Studie, selbe Gruppe, selbes Design, selbe Zäpfchen, das sind Frauen, die Blutungen hatten im ersten Trimenon, Fleckblutungen oder mehr als das, randomisiert worden zu diesen Progesteronzäpfchen oder Placebo. Und da sind sie, also viele, große Studie, 2000 in jeweiligen Gruppen. Und was wir hier sehen, hier ist das Endergebnis, primär die Anzahl an Kindern, die lebendig geboren sind nach der 34. Schwangerschaftswoche oder ob die Schwangerschaft dann weiter ausgetragen worden ist, war komplett negativ. Und in den Untergruppen war auch alles komplett negativ mit einer Ausnahme. Und die Zahl hier ist ziemlich gering. Dies sind Frauen, die schon eine Vorgeschichte hatten von mehr als drei Fehlgeburten oder mehr. Hier sieht es so aus, als hätten die vielleicht profitiert, aber das könnte auch ein Ausreißer sein und man weiß es nicht genau. So müssen wir diese Studie auch als negativ abstempeln und ist vielleicht nicht so überraschend. Die Idee, dass man Progesteron diesen Frauen geben könnte, gibt es seit 1956, als dieses Präparat Hydroxyprogesteron Caproat eingeführt worden ist in den USA. Und als ich Medizinstudent war, wurde uns erzählt, dies würde helfen. Aber man hat dann Beobachtungsstudien durchgeführt, wo man festgestellt hat, dass die Aborten wahrscheinlich ganz andere Ursachen haben als Progesteronspiegel und hat eigentlich diese Strategie schon verlassen. Aber jetzt ist Weisheitsletzter Schluss. Jetzt das nächste Thema ist der P2Y12-Rezeptor, der sich ein Plättchen befindet. Und der wird sonst okkupiert von ADP, um die Plättchen zu stimulieren, sodass sie aggregieren. Und Plättchenaggregation kann gehemmt worden, kann man hemmen mit P2Y12-Rezeptorblocker. Und in Deutschland gibt es drei, Clopidogrel, Prasugrel und Ticagrelor. Und Aspirin funktioniert hier auch ganz gut. Und dann sind auch andere Strategien, um Plättchen zu bekämpfen. Jetzt das Problem ist, dass Clopidogrel und Prasugrel, wie auch Aspirin, sind permanent. Das heißt, diese Rezeptoren, wenn sie besetzt sind, bleiben besetzt für immer. Genau wie ASS die COX-1 hemmt. Und dann ist die COX-1 für dieses Plättchen gehemmt, bis das Plättchen zugrunde geht. So muss man eigentlich warten, bis eine neue Generation von Plättchen synthetisiert wird und das dauert mindestens eine Woche. Jetzt Ticagrelor ist reversibel. Das heißt, die Bindung von dem Präparat an dem Rezeptor ist in einem Gleichgewicht. Und wenn man Ticagrelor entfernen könnte, dann werden diese Plättchen dann wieder reagibel. Und in dieser Hoffnung entwickelt man einen Antikörper gegen Ticagrelor. Antikörper gegen die anderen zwei Produkte sind aussichtslos, weil die Rezeptoren halt permanent besetzt bleiben. Um Ticagrelor zu entfernen, um diese Plättchen zu reaktivieren bei Patienten, die Blutungen haben, die mit Ticagrelor ausgelöst sind oder damit einhergehen. Und Studie ist schon in Ordnung, aber warum das im New England Journal sein muss, weiß ich nicht. Dies ist an normalen Probanden. Die haben überhaupt kein Blutungsproblem. Und die Idee hier ist zu sehen, ist diese Therapie sicher und kann man hier die Wirkung von Ticagrelor wirklich unterbinden? Und das ist an diesen normalen Menschen, die werden natürlich auch prächtig bezahlt von den Firmen hier teilzunehmen. Guck mal Nebenwirkungen an. Hier hat jemand Alkoholvergiftung und Aspirationspneumonie entwickelt. Aber das hat er 2 Tage später entwickelt, als er mit seinem Geldbeutel nach Hause ging und sich eine Hucke vollgesoffen hat und aspiriert hat. Also das können wir den Antikörper wirklich nicht anhaften. Jetzt, da sind unterschiedliche Kohorten in dieser ziemlich komplizierten Studie, aber im Prinzip ist es so, dass Spiegel von den Antikörpern steigen
Und die werden dann langsam abgebaut. Und wenn TiCAG-Lor vorhanden ist, kann man die Aggregation wiederherstellen. Und in Kohorten 7 bis 9, da haben die Leute unterschiedliche Antikörpermengen gekriegt. Die haben TiCAG-Lor gekriegt. Und das ist eine Tablette. Und die haben nach 2 Stunden den Antikörper gekriegt, wo man vermutet, dass die TiCAG-Lor-Spiegel so hoch wie möglich sind. Und wir können Plättchenaggregation mit dem Antikörper wiederherstellen. Und es gibt auch andere Tests, die Aggregometrie. Und das wird auch normal geschaltet von dem Antikörper. Und diesen Plättchenreagibilitätstest, der wird auch normal gemacht. Und da gibt es sogar eine Bestimmung von dem Vasodilatator-stimuliertes Phosphoprotein, das ich zufälligerweise ganz gut kenne. Aber ich wusste nicht, dass Plättchen das auch haben. Und das kann man auch wieder herstellen mit diesem Antikörper. So scheint es zu sein, dass man die Wirkung von TiCAG-Lor tatsächlich unterbinden kann mit diesem Antikörper. So what? Na, das Problem ist, das TiCAG-Lor in Deutschland kostet 1.092 Euro pro Jahr und Clopidogrel kostet nur 32 Euro pro Jahr. Und die liebe Freunde von AstraZeneca wollen natürlich haben, dass die Kardiologen jetzt alle TiCAG-Lor verschreiben, falls ein Patient ein Blutungsrisiko entwickelt. Schau mal, wie das sich das entwickelt. Nächste Thema kommt noch schlimmer, tut mir leid. Es geht um MikroRNAs und das sind kleine regulatorische Schnippel von RNA, die mRNA unterbinden können, bestimmte mRNAs unterbinden können, sodass ein Protein nicht hergestellt wird. Dies ist eine regulatorische Funktion und wir haben Tausende von MikroRNAs, um unsere mRNAs in Schach zu halten, um diese ganze Geschichte zu regeln. Und die werden auch von Genen produziert und es gibt einen Vorläufer MikroRNA, so ein Pre-RNA, das wird dann bearbeitet von 2 Enzymen, die heißen Droscha und Pascha, wollen Sie gar nicht wissen. Und dann hat man noch ein kleineres Stück. Und das ist ein Prä-MikroRNA anstatt ein Prä. Und dann das Prä-MikroRNA wird durch ein nächstes Enzym geschnitten und das heißt Dicer. Und Dicer ist dann die Vorstufe, dann wird dieses MikroRNA in einen Komplex eingebaut, heißt das RISC-Komplex und dann wird das entsprechende mRNA ausgeschaltet und so wird so kein Protein produziert. Das wollten Sie wahrscheinlich gar nicht wissen. Also dieses Dicer oder auf Deutsch Würfelschneider wurde so genannt von der Biologin, die dieses Enzym entdeckt hat, spielt natürlich eine wichtige Rolle in der Bildung von diesen MikroRNAs. Und es gibt sogar ein Syndrom, das Dicer-1-Syndrom, das ist eine autosomal dominante Erkrankung, wo ein Allel von Dicer-1 nicht gebildet wird. Und diese Kinder entwickeln Tumoren. Kommt darauf an, wie alt sie sind. Sie sind nicht alle maligne Tumoren, obwohl sie maligne sein können. Nämlich diese Gruppe von MikroRNAs, die durch Dicer-1 reguliert werden, haben zu tun mit Wachstum. Und dieses Dicer-1-Syndrom ist bekannt. War mir nicht bekannt, aber jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt, es geht um 2 Kinder auf dem Planeten und die haben ein anderes Syndrom, das mesenchymale Hamatom der Leber-Syndrom, abgekürzt MHL. Und man würde erwarten, dass diese Kinder eine Mutation haben auf Chromosom 19, wo es ein MikroRNA-Cluster oder Ansammlung von MikroRNAs gibt, die mit dieser Geschichte einhergehen, mit diesen mesenchymalen Leberhamatome. Hier ist ein Beispiel, die sind ziemlich eindrucksvoll. Bei diesem 2. Kind ist das ein bisschen weniger eindrucksvoll. Und diese Kinder hatten nicht dieses C19MC-Problem, die hatten eine Mutation in Dicer-1, beide. Und hier diese Mutti hat es auch, aber die hat anscheinend keine Symptome. Die hat nicht diese Leberhamatome. Dann ist die Frage, haben sich die Leute, die das gefunden haben, total gefreut. Hier kriegen sie den New England Journal Paper. 68 Punkte für diese Geschichte. Und dann haben sie tatsächlich hier Keimbahnmutationen von Dicer-1 und die Hamatome haben dann auch Veränderungen in Dicer-1 und dann guckt man, wie gut Dicer-1 funktioniert.
Wildtyp Dicer 1 zerschnippelt diese Sachen in Ordnung hier, wie gezeigt worden ist. Und in den Leuten mit diesen Mutationen sehen wir hier, dass manche Bestandteile immer noch da sind, die eigentlich zerschnippelt sein sollten. Und dann, wenn wir uns die Histogramme, Expressionen von MikroRNAs bei den beiden Kindern hier vergleicht mit normalen Kindern oder mit diesem komischen 10/19 MC, sehen wir ein unterschiedliches Muster. Das wollen Sie alles bestimmt wissen. Und dann wurde eine Untersuchung gemacht an Chromosom 19, 13.31. Hier ist, wo diese Ansammlung von MikroRNAs ist, und das ist hier nicht das Problem, weil diese Kinder ja letztendlich eine Mutation haben in Dicer. Würfler, Zerschneider, Dicer. Jetzt wissen Sie über Dicer Bescheid, und ob diese armen Kinder dann diese Hämatomen in der Leber haben, ob die dann noch spätere Probleme, müssen wir wahrscheinlich auf das nächste New England Journal Paper über diese Kinder dann warten. Das nächste Thema geht es um Nephropathie, die bei Landwirtschaftsarbeiter in obskuren Regionen der Welt stattfinden. Und das hat mich erinnert an die Balkan-Nephropathie, die wir alle kennen, auch diejenigen, die von uns, die nicht vom Balkan herkommen. Aber in diesen Tälern im Balkan, in Rumänien, in Serbien, in Bosnien-Herzegowina, in Kroatien, nur in diesen bestimmten Tälern kam diese interstitielle Nephritis vor, die auch mit urogenitalen Tumoren einherging. Und man hat jahrelang geguckt, was das sein könnte. Dann hat man ein Ackerunkraut gefunden in diesen Tälern, und dieses Ackerunkraut produziert Aristolochiasäure. Und Aristolochiasäure interferiert mit Nukleotidpaarung und würde wenigstens die Tumoren vielleicht erklären. Und Balkan-Nephropathie wird jetzt diese Aristolochiasäure wird behaftet mit der Produktion von Balkan-Nephropathie. Jetzt diese Syndrome, auch im New England Journal, hier geht es um die mesoamerikanische Nephropathie in Mittellateinamerika. Und hier geht es um Zuckerrohrarbeiten und die Sri Lanka-Nephropathie, wo diese armen Leute, die in diesen Reisfeldern arbeiten, und dann die Udanam-Nephropathie in Indien. Und dieses ganze Paper geht um diese Sachen, und keiner hat eine Ahnung. Die sollen vielleicht mal Balkan-Nephropathie angucken, dann würden sie vielleicht auf die Lösung stoßen. Und wird alles Mögliche, sogar das arme Glyphosat wird hier angehaftet, und die Firma Bayer hat genug Probleme mit diesem, oh Gottes Willen. Also dieses Paper hat mich interessiert, wird Sie vielleicht ein bisschen weniger interessieren, aber so sieht die Histo aus, und wie das vielleicht zustande kommt, ist in diesem Diagramm abgezeichnet. Aber es hat Ähnlichkeiten mit Balkan-Nephropathie, obwohl hier keine Urogenitaltumoren zustande kommen, so viel ich weiß. Aber es ist bestimmt irgendwie umweltbedingt und das Interesse dran. Hier ist diese arme Frau mit diesem Aderhautmelanom im Auge von letzter Woche. Schrecklich. Und dann dieses eindrucksvoll. Kommt ein 66-jähriger Mensch in die Notaufnahme. Mann, der hat Blähungen und Obstipation. Sonst nichts. Und hier ist ein CT. Eindrucksvoll. Er hat dieses riesige Aortenaneurysma, aber er hat immer noch Femoralpulse, zu meinem Erstaunen. Und hier ist das Ding, man hat dies entbinden können, und man hat hier Y-Graft einbauen können, und der ist glücklich nach Hause gegangen. Das ist auch tatsächlich das eindrucksvollste Aneurysma, was ich gesehen habe. Dann ist dieser Mensch, der ist auch herrlich, 44-jähriger Mann mit Koronarherzerkrankung, braucht ein Defi, weil er herzinsuffizient ist, und kriegt es eingebaut unterm linken Schlüsselbein. Hier ist dieser Defi. Und dann kriegt er Monate später hier diesen Knüppel, aber der liegt über dem Schlüsselbein. Man denkt, hätte ich auch so gedacht, dass dieser Defi irgendwas mit diesem Knüppel zu tun haben könnte. So wird Ultraschall angewendet.
Und er hat keine Fistel, aber er hat diese Masse hier und weiß keiner, was es ist. So hat man eine Nadel reingestochen, hätte ich auch gemacht. Und da kommt diese braune Brühe raus und die wird dann nach Bakterien kultiviert, konnten aber keine gefunden werden. Aber trotzdem kriegt er Cefalexin und Gabapentin. Oh ja, Schmerzen. Gabapentin ist aber entwickelt worden als ein Krampfanfallmedikament. Aber Marketing hat es jetzt in ein Schmerzmedikament umgewandelt. Und das gute Oxycodon kriegt er auch. Dann geht er nach Hause. Dann kommt dieser Knüppel wieder. Und da wird wieder eine Nadel reingesteckt und das braune Zeug kommt wieder raus. Wieder mal Cefalexin und Gabapentin. Dann, als er zum dritten Mal mit diesem Problem reinkommt, wird eine Anamnese erhoben. Und die ist hier gebildet. Und dann steht dieser obskure Satz. Ich musste das Ding auch zweimal lesen, bis ich diesen Satz gefunden habe. Als er 20 war, hat er ein Hodenkarzinom gehabt. Das wurde mit einer Operation behandelt und dann hat er bestimmt Cisplatin und andere Sachen hier gekriegt in St. Elsewhere, irgendein anderes Krankenhaus. Arztbrief konnte nicht gefunden werden. Er kriegt diese Sachen hier eingeflößelt, natürlich mit viel Gabapentin. Und dann, um sich noch ein bisschen weiter zu entlasten, nimmt er auch ein bisschen Kokain zu sich. Also das ist die Anamnese. Letztendlich hat man dieses Ding biopsiert. Und was man gefunden hat, ist unterschiedliche Zellarten, mehr als eine Zellarte in diesem Tumor. Ein Teil sieht aus wie glatten Muskelzellen. Dann hat er auch Epithelzellen. Und diese Epithelzellen exprimieren Zytokeratin. Und wenn er mehr als eine Zellart hat, dann würde ich wetten, dass der Primärtumor war wahrscheinlich ein Teratom. Sehe hier keine Zähne. Nach denen hätte ich auch gesucht. Und dann letztendlich wird dieses Ding rausgeschnitten und es ist tatsächlich ein Teratom. Und das ganze Ding war eine Metastase von einem Tumor von damals. Ja, Ultraschalluntersuchung. Ich hätte auch gedacht, dies ist irgendein infektiöser Abszess von diesem schrecklichen Defi. Aber der Defi ausnahmsweise war der nicht dran schuld, war unschuldig. Das nächste Thema ist das Endothelin. Das Endothelin ist vor 35 Jahren entdeckt worden und ist der stärkste Vasokonstriktor, den wir kennen. Jetzt die lieben Firmen haben lauter Präparate entwickelt, um diese beiden Endothelin-Rezeptoren zu hemmen, aber diese Präparate haben null gebracht und die würden gerne ihr Geld wieder haben. Das Einzige, was angewendet wird in der Klinik, ist Bosentan und das nur bei Kindern mit pulmonaler Hypertonie. Und das ist kaum die Rede wert. Also alle anderen Endothelin-Antagonisten sind im Prinzip gescheitert. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nämlich vielleicht könnte irgendein Endothelin-Antagonist hilfreich sein bei Patienten mit diabetesinduzierter Nephropathie. So hat man hier Atrasentan ausprobiert, aber man war ein bisschen stutzig. Nämlich der letzte Endothelin-Antagonist, der zu diesem Zweck angewendet worden ist, hat zur Salzakkumulation geführt und die Leute haben Herzinsuffizienz gekriegt. Will man auch nicht haben. So, der Aufbau dieser Studie war wirklich herrlich. Was sie gemacht haben, ist, die haben 11.000 Leute hier rekrutiert. Dann haben sie denen diesen Endothelin-Antagonisten gegeben und dann hat man die Patienten ausgesucht, die einen Abfall hatten in der Albuminausscheidung. Den Rest der Patienten, die Non-Responder, Nicht-Reagierer, habe ich sie genannt, die hat man dann in die Wüste geschickt. Also man hat ein selektives Kollektiv, wo man die Hoffnung hatte, dass es vielleicht funktionieren würde, besonders ausgewählt, um in dieser Studie einzuschließen. Ich finde das eigentlich unfair und ich war eigentlich ein bisschen empört, dass Lancet dieses Paper genommen hat. Na, da sind hier 2648 letztendlich, die randomisiert worden sind, letztendlich ungefähr 1000 in jeder Gruppe. Und wir gucken uns das an und in der Tat sind es Typ-2-Diabetiker und die kriegen lauter altmodische Behandlungen für Typ-2-Diabetes und kriegen noch diese anderen Sachen alle dazu. Und tatsächlich, das sind hier die Reagiblen, die Responders. Die haben einen Abfall in Albuminausscheidung und dann diejenigen, die Placebo kriegen, die haben einen Anstieg in Albuminausscheidung.
im Vergleich zu denen, die den Endothelin-Antagonisten kriegen. 2 mm Hg Unterschied im systolischen Blutdruck, aber erst nur im ersten Jahr dieser Studie. BNP stört mich ein bisschen. Das steigt an in der Endothelin-Antagonisten-Gruppe, ein bisschen weniger in der Placebo-Gruppe. Hier geht es um die Herzinsuffizienz und Körpergewicht hat sich nicht geändert. Tatsächlich, der primäre Endpunkt, Verdopplung im Kreatinin oder Dialysepflichtigkeit, war weniger in der Endothelin-Antagonisten-Gruppe. Aber, und wenn Sie beeindruckt sind von diesen Unterschieden, mich haben Sie nicht vom Hocker gehauen, dann können Sie dieses Präparat vielleicht Ihren Patienten geben. Aber, Kaviat, Flüssigkeitsretention, signifikant höher in der Atrasentan-Gruppe. Herzinsuffizienz, das war an der Grenze, aber sieht auch aus, als wäre es höher in der Atrasentan-Gruppe. Anämie war signifikant höher, aus Gründen, die mir nicht klar sind, aber das war sogar eindrucksvoll. Also ich fand dieses Präparat nicht überzeugend und ich weiß nicht, warum Lancet diese Studie genommen hat. Hier geht es um Patienten mit, in dem nächsten Paper geht es um Patienten mit Esophagus-Karzinom im letzten Drittel und dies ist eine sehr unglückliche Krankheit. Und hier sind 716 Patienten hier randomisiert worden zu zwei unterschiedliche Sorten von Chemotherapie. Die FLOT-Gruppe, die haben 5-FU gekriegt und Docetaxel, Oxaplatin und Leucovorin soll schützen vor Leucovorin Rescue, es schützt gegen FU-induzierter Folatprobleme. Also das ist darum das. Und dann die andere Gruppe hat Zapezetabine. Ich glaube, das wird Verstoffwechsel zu 5-FU oder irgendwas ähnliches. Cisplatin und Epirubicin gekriegt. Okay. Und dann gucken wir uns, und die Leute haben schwere Krankheitsbild und sind sonst vergleichbar. Und tatsächlich, die Flottgruppe ist ein bisschen besser gefahren als die Gruppe, die die andere Kombination bekommen hat. Und das war statistisch signifikant und war für unterschiedliche Untergruppen. Sieht aus, als wäre Flott besser, aber eine Heilung lässt es schon noch auf sich warten. Nächste Paper. Im Lancet geht es um, was die Leute auf der Welt essen. Das wusste ich schon, bevor dieses publiziert worden ist. Bill und Melinda Gates haben sich viel Geld reingesteckt. Es geht um die globale Krankheitsbelastungsstudie. Ist total interessant. Aber wir könnten schon zu viel Salz und nicht genug mit Gemüse und die Armen fahren schlechter als die Reichen. Und, können wir uns vorstellen. Und ich musste herausfinden, was Legumes sind. Nämlich ich dachte, Gemüse ist Gemüse ist Gemüse, aber Hülsenfrüchte zählen anscheinend nicht zu Gemüse. Hat mich verwundert, aber das wurde auch separat hier ausgewertet. Und was eigentlich erstaunlich ist, ist die Armen und die Reichen machen ungefähr die gleiche Sachen, mit manchen Ausnahmen. In Ostasien essen sie vielleicht ein bisschen mehr Kochsalz, viel mehr als die WHO gerne uns am Essen hätte. Und was in 2017 die Wahrheit wohl entspricht, und hier sind die armen Leute, die hier in Ostasien, die essen noch mehr Salz als sie sollten, noch viel mehr als sie sollten. Und dann diese anderen Sachen, sie können hier Ballaststoffe und Calcium und Gemüse und dann diese Hülsenfrüchte. Manche Leute sind Weltmeister in Hülsenfrüchtenverzehr hier. Also das können Sie alles angucken und dann diese Auswertung, wo die Verlust an Lebensqualitäts-, Lebensjahre, sogenannte Dalis, ich glaube, das hat ja aber hier in Russland vielleicht auch andere Ursachen als nur Hülsenfrüchte. Aber das können Sie hier in Detail hier angucken. Ist total spannend. Und das können Sie dann selber lesen. Dann, man kann sich vorstellen, dass wenn man jetzt einen Kaiserschnitt unterzogen wird, in einem
Die darf man nicht mehr arm nennen. Länder mit einem niedrigen oder einem mittleren Einkommen, dass man schlechter fährt, als wenn man das, wenn das jetzt in Chicago passiert, oder ja, vielleicht ist es da auch nicht so doll. Aber Kaiserschnitte, Mortalität 7,6 pro 1000. Das ist höher, als es sein sollte. Da, ja, Müttern. Und die wollen wir gerne am Leben halten. Und dies ist eine Auswertung von lauter Publikationen, wie ich dann festgestellt habe. Und manche dieser Publikationen waren nicht so doll. Hier waren die High Qualities nur weniger als die Hälfte von den Low Qualities oder wo es unklar war, ob sie überhaupt auswertbar sind. Und wie wir uns vorstellen können, Sachen unterm Äquator in Afrika sind weniger toll als anderswo auf dem Planeten. Und alles, was hier, entweder waren diese anderen Länder reich oder sie haben sich nicht geäußert. Das kann auch sein. Und dann, wenn wir uns das angucken, wo die Entbindung durch Kaiserschnitt elektiv war, und man das vielleicht ein bisschen planen konnte, das war besser als Notfall. Hätte ich auch gedacht. Und wenn es in dem ersten Stadion von Entbindung war, ist man besser gefahren, als wenn es später in dem Entbindungsablauf war. Hätte ich auch gedacht. Und dann, wenn man einen Facharzt hat, der das macht, im Vergleich zu den Assistenten, ist das auch besser. Hätte ich auch gedacht. Gut. Dann Review im Lancet, geht es um in Iran in Transition. 80 Millionen Leute im Iran, ziemlich großes Land, Bevölkerungsdichte ist gegeben. Und da haben sich Sachen auch, was medizinische Versorgung anbelangt, geändert. Und die haben jetzt auch eine älter werdende Bevölkerung, obwohl sie viel mehr junge Leute haben als wir in unserem 80 Millionen Land. Aber sie haben jetzt mit den gleichen Problemen zu tun. Nicht ansteckbare chronische Erkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes etc. und Krebserkrankungen. Und sie haben natürlich den Avicenna. Und der war echt ein bemerkenswerter Philosoph, Physiker und Arzt, der erste war, der Diabetes beschrieben hat. Und den sollen wir alle verehren. Und Iran hat geschnallt und bildet jetzt auch Frauen aus. Kein Sinn, die Hälfte der Bevölkerung einfach abzuschreiben. Also die dürfen jetzt sogar auf die Uni gehen und diese Sachen hier studieren und auch Medizin und so weiter. Und das hat sich verbessert. Und dann die Geschichte von Iran, Persien oder Iran, wie wir es heute nennen, ist auch bemerkenswert, insbesondere die Revolution in 1953, als die Geheimdienste von USA und Großbritannien den Schah wieder eingestellt haben. Ob es besser gelaufen wäre mit Herrn Mossadegh, ist unbekannt, aber jetzt haben wir einen Gottesstaat und das wissen wir auch alles. Aber behaupten die Autoren, die Fertilität in Iran fällt ab, so dass deren Bevölkerung sich eigentlich stabilisieren sollte im Vergleich zu dem Rest vom Mittleren Osten oder was das auf der ganzen Welt anbelangt. Und wenn wir uns gucken, was ist in 1850 haben die Pockenimpfung eingeführt, das ist schon gut, und ein Pasteur-Institut gegründet in den 20er Jahren und Malaria und Lepra und ähnliches ausgestampft und jetzt haben die Sachen sich verbessert und die Versorgung hat sich erheblich verändert, insbesondere in den letzten 20, 30 Jahren. Und in der Bevölkerungszahl sehen wir, dass Männer ganz schlecht dran waren in den 80er Jahren, als sie Krieg gegen den Irak führen musste und wo die Männersterblichkeit natürlich, das war ganz furchtbar, sehr hoch war, aber das scheint sich zu stabilisieren zu haben. Jetzt sind wir jetzt schon 40 Jahre später. Und wenn wir uns hier Details angucken, wie es in 1990 war im Vergleich zu 2016 heute und wie, was sie geplant haben für 2030. Alkohol gibt es nicht. Also das ist nicht das große Problem. Aber Rauchen gibt es und das ist nicht abgefallen.
Und diese anderen Krankheitsbilder können Sie dann im Detail auch angucken. Das Oxalat ist ein Endprodukt, das man nicht weiter verstoffwechseln kann. Und die Nierensteine, die wir haben, sind überwiegend Calciumoxalatsteine. Und es gibt unterschiedliche Gründe, zu viel Oxalat auszuscheiden. Es gibt genetische enzymatische Krankheiten, die zu Oxalurie führen. Diese jungen Menschen kriegen Leber- und Nierenversagen im frühen Alter. Dann gibt es Oxalat aus anderen Quellen wie Rhabarber und Spinat und Gott sei Dank ist Spargel nicht auf der Liste und diese anderen Krankheitsbilder. Und es geht um Oxalatausscheidung als Risiko für ein chronisches Nierenversagen. Und das könnte ich mir schon vorstellen, weil Oxalat dann tatsächlich wahrscheinlich zu interstitiellen Nephritis führen könnte. So hat man in einer großen Kohorte, die über die Jahre beobachtet worden ist in den USA, die Leute unterteilt bezüglich ihrer Oxalatausscheidung. Und 3000 Leute, 5 Quintile von Oxalatausscheidung. Und das geht tatsächlich mit unterschiedlichen Sachen einher. Diabetes, Hochdruck, Ähnliches könnten wir uns vielleicht vorstellen. GFR hat hier auch einen Einfluss, obwohl eigentlich sollte Oxalatausscheidung unabhängig sein von GFR. Und manche Medikamente haben hier auch einen Einfluss. Und wenn wir uns die hier Details angucken, sehen interessanterweise gibt es Unterschiede in Schwarzen und Weißen und in Diabetikern und in den Leute mit einem hohen Body Mass Index und Rauchen hat auch einen Einfluss. Und Calciumausscheidung ist inverse assoziiert mit Oxalatausscheidung, was die Idee naheliegt. Vielleicht könnte man Calciumzufuhr erhöhen, sodass mehr Calcium als Calciumoxalat im Stuhl ausgeschieden wird, was nicht sehr lösbar ist. Und tatsächlich sind die Quintile von Abläufe, was chronisches Nierenversagen anbelangt, haben das gleiche Muster wie die Oxalatausscheidung, sodass höhere Oxalatausscheidungen mit einem höheren Risiko, chronisches Nierenversagen zu entwickeln und dialysepflichtig zu werden, assoziiert ist. Und dann hat man hier diese Risiken bezüglich unterschiedlicher anderen Variablen auch ausgewertet, sodass wir tatsächlich in dieser Kohorte von 3000 Individuen ist eine höhere Oxalatausscheidung mit einem erhöhten Risiko für chronisches Nierenversagen assoziiert. Und vielleicht kann man die Oxalatausscheidung durch unterschiedliche Strategien verringern und dadurch eine Intervention entwickeln. Dies ist eindrucksvoll. Jetzt sind wir beinahe am Ende. Und es geht um einen 58-jährigen Mann, der war auf ETS für einen Monat. Wird dann letztendlich extubiert und dann müssen sie den re-intubieren, weil er immer noch nicht von alleine schnaufen kann. Und während der Re-Intubation entwickelt er dieses EKG. Das sieht eigentlich ganz okay aus und dann sieht aus wie ventrikuläres Flattern hier und diese Sinuswellen. Und wenn wir uns das im Detail ganz vorsichtig angucken, sehen wir hier, ist QRS-Komplex, das wird erweitert und dann hat er diese zeltförmige T-Welle dahinter. Und das liegt die Idee nahe, dass es Hyperkaliämie sein könnte. Jetzt, wie kann man eine Hyperkaliämie innerhalb von Sekunden entwickeln? Das ist die Fragestellung. Und sind hier 4 Möglichkeiten gegeben. Und die Antwort ist natürlich Succinylcholin. Succinylcholin führt zu der Depolarisierung von N-Platten. Acetylcholinrezeptor vermittelten N-Platten, alle Skelettmuskeln. Und diese Skelettmuskeln neigen dann dazu, Kalium auszuscheiden. Und das kann zu einer akuten Kaliämie führen, insbesondere bei Leuten, die bettlägerig sind und was dieser Patient natürlich war, und lange intubiert waren und alles Mögliche, die sind hyperempfindlich zu Succinylcholin. Und Leute, die
auf Intensivstationen mit Muskelrelaxantien einhergehen, wissen das. Wir haben Succinylcholin für diesen Zweck dann nicht mehr angewendet. Nämlich es gibt auch andere Muskelrelaxantien, die auch sehr, sehr schnell wirken, die nicht zu einer Depolarisierung und Freisetzung von Kalium führen können. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank. Nächste Woche bin ich nicht da. So in der übernächsten Woche werden wir dann das nachholen müssen. Dann muss ich halt zwei Präsentationen machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich musste. Ich habe das Deutsch beigebracht. Ja.